willkommen bei Waltzing. So, eine weitere Diskussion für euch. Und zwar, es ist viel los in der Metalwelt. Es verdichten sich die Anzeichen, dass es eine Pantera-Reunion geben soll. Ich sage extra Reunion, weil eine gänzliche Reunion kann und wird es nicht sein, da zwei, wie ich finde, recht wichtige Mitglieder, so viel vorweg, nicht mitmachen können, weil tot. Das sind Dimebag Darrell und Vinnie Paul, die Abbott-Brüder halt, wie ich finde, ein recht wichtiger Bestandteil. Aber zuerst in der Geschichte zurück. Phil Anselmo, Sänger von Pantera, hat vor 10, 12 Jahren schon mal damit angefangen, hat gesagt, er hätte Bock auf eine Reunion, damals noch mit Vinnie Paul. Der war aber vehement dagegen. Der hat sich dagegen gesträubt, ohne seinen Bruder, Dimebag Darrell. Keine Chance, will er nicht. Selbst wenn es ja sonst weitestgehend original geblieben wäre. Jetzt muss man natürlich sagen, Pantera hat sehr, sehr durch Dimebag Darrells Gitarrenspiel halt auch, ja, ich finde, es ist so, dass der Hauptaspekt von Pantera ist dieser groovige Gitarrensound, der von Dimebag Darrell geprägt worden ist, der halt auch die 90er mit eröffnet hat mit anderen Bands. Und genau die haben halt damals halt das schon so als Idee gehabt, vor 10, 12 Jahren, und Vinnie Paul war dagegen und dann war die Sache gegessen. Nun ist aber 2018 Vinnie Paul gestorben. Leider aber wahr. Beide Abbott-Brüder damit tot. Phil Anselmo hat jetzt dieses Jahr wohl einen neuen Versuch gestartet, das auf den Weg zu bringen. Vinnie Paul steht nicht mehr im Weg, böse formuliert. Und es verdichten sich die Zeichen, dass der da Bock drauf hat. Mit an Bord wären dann Originalbasser Rex Brown. Er ist jetzt, zur Hauptzeit war der Hauptbasser. Ich glaube, die hatten noch ein bisschen Wechsel, ganz in Frühjahren. Aber das, was wir mit Pantera verbinden und was auch so, wie soll man sagen, der Haupterfolg Sound von Pantera war, da war der auf jeden Fall mit dabei. Rex Brown am Bass. Cooler Typ, hat vor Jahren mal ein Soloalbum rausgebracht, haben wir ja rezensiert, hat Spaß gemacht. Phil Anselmo halt und an der Gitarre, und jetzt kommt's nicht unwichtig, Zakk Wylde, bekannt vor allem durch Black Label Society, seine Band und natürlich durch seine Tätigkeit mit Ozzy, damals Ozzy-Gitarrist, sehr jung. Und ja, diese beiden hier wollen jetzt kooperieren. Zakk Wylde findet die Idee scheinbar nicht so schlecht. Und es soll dann eine Pantera-Reunion mit Zakk Wylde an der Gitarre geben. Wer an den Drums ist, weiß ich nicht, wurde so nicht veröffentlicht. Finde ich aber nicht unheblich, weil ich finde, gerade die beiden Abbott-Brüder, Vinnie Paul und Dimebag Darrell, waren, wie ich finde, der Hauptaugenmerk des Pantera-Sounds. Klar, Phil Anselmo mit seiner Stimme auch. Ich bezweifle jedoch, dass er heute die Stimme nochmal so hinbekommt, wie sie damals hinbekommen hat. Muss ich jetzt einfach mal böse formulieren. Ich habe den vor Jahren mal mit Down gesehen. Fand es irrsinnig kacke. Ich finde den Typen auch gnadenlos unsympathisch. Dazu vielleicht gleich noch mehr. Aber der Hauptaspekt, Pantera, ist dieser Groove. Das ist ja dieser, das hat ja auch so ein bisschen diesen unsäglichen Begriff Groove Metal geprägt. Und das ist das Zusammenspiel der beiden Abbott-Brüder. Vor allem natürlich auch das absolut markante Riffing von Dimebag Darrell. Jetzt kommt natürlich Zakk Wylde dazu, der natürlich auch ein tierisch markantes Riffing hat. Und ich muss sagen, dass ich finde, wenn Dimebag Darrell einer ersetzen könnte, dann ist es Zakk Wylde. Nichtsdestotrotz muss man halt sich fragen, ja, was kann man davon halten? Es ist halt auch nur irgendwie eine besser besetzte Coverband in meinen Augen. Also, schreiben die was Neues, wird es in der Welt zerrissen. Da bin ich mir absolut wichtig. Ergo wird es bei Auftritten bleiben. Und das ist dann irgendwie Coverband-Style. Klar, ich denke, wenn die auf Tour gehen, da werden viele Leute hinzukommen, weil die wollen die Pantera-Songs hören, gar keine Frage. Jetzt hat es natürlich auch Phil Anselmo mal mit Band X und hat es auch mit, ich glaube, der war mit Rex Brown zuletzt, haben die mal ein paar Songs live gespielt und so. Alles cool, finde ich, ist auch völlig legitim. Aber wenn man das jetzt hingeht und das unter einen Pantera-Banner setzt,
finde ich das eine ganze Nummer schwieriger. Klar kann man jetzt wieder hingehen und da so eine, ja, auch so eine Tribute-Nummer draus machen und dann, ja, weiß ich nicht, Pantera Alive oder so, ne? Es gibt ja immer diese generischen Namen dann. Finde ich, sollten die dann auf jeden Fall mit offenen Karten spielen. Und es gibt ja immer noch sehr viele unwissende Menschen draußen, die wissen, dass Pantera so gar nicht gibt und mehr geben kann. Ich finde aber, dass spätestens seit Vinnie Paul auch tot ist, mir ein ganz markanter Punkt oder markante Punkte von Pantera fehlt. Und ich finde, deswegen dürfte es auf gar keinen Fall den Titel Reunion treffen. Es ist dann halt, ja, vielleicht sowas wie bei, wie heißt es, Carnivore AD oder so. Aber ich finde es halt schwierig. Klar, die Songs werden live Spaß machen. Das ist halt das Gruselige wieder. Aber es ist halt irgendwie, ja, es ist nichts, es ist so wie alkoholfreies Bier. Schmeckt irgendwie ganz okay, fühlt sich aber nicht richtig an. Und ich finde, da muss man echt dann vorsichtig mit sein. Insbesondere, dass ja, Phil Anselmo in der letzten Zeit eher durch Skandälchen aufgefallen ist und irgendwelche White Power-Geschichten. Wie gesagt, ich fand ihn nie sonderlich sympathisch und jetzt finde ich ihn noch weniger sympathisch. Und es hat halt ein bisschen den Charakter, finde ich, dass er wieder sucht, Geltung in der Metal-Szene zu haben. Er ist halt jetzt irgendwie so der Typ, der das damals gemacht hat. Und danach ist echt um den rum, die Down-Sachen waren noch ganz okay, aber sehr wenig in letzter Zeit passiert. Und es hat einen sehr großen Beigeschmack. Es ist jetzt nur ein Beigeschmack, den ich so interpretiere. Es hat keinen, keinen absoluten Wahrheitsanspruch, aber es hat halt einen Beigeschmack von Geltungsdrang. Der will mal wieder jemand in der Szene sein, er will mal wieder einen Namen, einen großen hinter sich haben, er will mal wieder die große Bühne füllen und das halt im Zweifelsfall, wenn er die alten Songs singt. Wie gesagt, kann er die noch? Würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Zach Wild, absolut cooler Typ, würde die Sache sicher gut machen, würde Dimebag Darrell sicher geil ersetzen. Aber wie gesagt, es ist irgendwie, ja, es ist wie alkoholfreies Bier, ne? Oder, ne, wie es so schön heißt, ist wie alkoholfreies Bier oder seine Schwester lecken. Schmeckt gut, fühlt sich aber nicht richtig an. So viel Spaß muss dann sein. Nein, es ist halt, ohne die Abbott-Brüder kann es kein Pantera sein. Punkt, Ende, aus. Die sind Pantera, in meinen Augen. Und, entschuldigt, alles danach sollten Beinamen haben, sollte offen kommuniziert werden und darf dann unter ein Pantera-Label, auch wenn es vielleicht nur angekratzt ist, keine neuen Releases machen. Ich glaube aber auch nicht, dass das der Anspruch ist. Es sollen große Festivaltouren sein, es soll die große Bühne sein. Interpretiere ich ganz klar so und so schätze ich auch Phil Anselmo ein. Und insofern lehne ich das gänzlich ab. Die Frage ist jetzt natürlich, wie denkt ihr über ja, Pantera meets ja, Black Label Society, Zach Wild? Wie denkt ihr dazu? Wie würdet ihr zu einer Reunion unter so einer Flagge sozusagen stehen? Und würdet ihr hingehen? Das ist ja auch eine ziemlich interessante Frage. Ich würde es nicht. Lasst mich eure Meinung wissen. Es ist ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Und lasst es uns ausdiskutieren. Schreibt mir, kommentiert fleißig. Macht mir eine wunderbare Diskussion draus. Lasst mich wissen, wie dazu steht. Ich lehne es ab und ich finde Phil Anselmo ein Arschloch. So viel zu dem Thema. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Mitmachen, schreibt fleißig, bis zum nächsten Mal. Ciao.